Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Natürlich wollen wir auch das Samsung Galaxy S2 Plus einem kurzen Gaming-Test unterziehen und deshalb schauen wir heute, wie es sich in den Spielen Temple Run 2, Dead Trigger und Modern Combat 4 so schlägt. Von den Anforderungen her also immer steigend. Vorab das Übliche, ich habe das Gerät natürlich eben neu hochgefahren, der RAM ist also geleert und ich werde, wenn ich mit einem Spiel fertig bin, dieses natürlich immer wieder schließen, bevor ich ein neues beginne, sodass ihr wirklich die wahre Hardware-Power dieses Smartphones zu sehen bekommt. Die Spiele sind allesamt nicht auf dem Gerät vorinstalliert, ihr könnt euch Temple Run 2 und Dead Trigger allerdings in einer kostenlosen, werbefinanzierten Version im Play Store runterladen. Dort könnt ihr dann Modern Combat 4 kostenpflichtig erwerben. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Und den Anfang macht natürlich Temple Run 2, nach wie vor eines der beliebtesten Games überhaupt. Und was dir gleich schon auffällt, ja, die Kontrastwerte des AMOLED-Displays machen sich natürlich gerade bei diesem Genre von Spielen sehr, sehr positiv bemerkbar. Das sieht schon echt nett aus. Wir gehen jetzt kurz in die Einstellungen und ich zeige euch, die Visual Quality ist natürlich auf Best gestellt, sodass ihr hier wirklich die wahre Power dieses Smartphones zu sehen bekommen. Wir fangen gleich mal an, ich hüpfe hier etwas rum, ihr seht es schon, da gibt es keine Ruckler. Ich hatte in letzter Zeit eigentlich auch wenige oder eigentlich gar kein Smartphone von denen, die ich so getestet habe, die mit Temple Run, da hatte eigentlich keines mit Temple Run 2 Probleme. Klar, es gibt Smartphones, die mit diesem Spiel Probleme haben, aber gerade bei den Jellybean Smartphones sollte das jetzt eigentlich relativ der Vergangenheit angehören. Gerade wenn man so ein Smartphone wie das S2 Plus hat, es ist zwar kein High-End-Flaggschiff mehr, aber es kostet ja immer noch um die 250 Euro und gehört damit zur Mittelklasse. Aber ich denke, ihr seht es hier schon ganz gut. Es gibt wirklich keinerlei Ruckler. Das macht echt Spaß. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Und weiter geht's mit Dead Trigger, dem wohl bekanntesten Shooter für Android. Und wir schauen uns das natürlich auch gleich mal etwas genauer an. Ich schalte hier dann mal den Sound etwas hoch. Der Lautsprecher ist eigentlich genauso wie beim Galaxy S2 Durchschnitt, nichts Besonderes. Ich zeige euch auch hier, die Graphic Details sind natürlich auf High gestellt und wir gehen hier zur Main Quest Accept und fangen gleich mal an. Ich kann euch gleich schon prophezeien, wir werden hier natürlich auch wieder diese zwei typischen Ruckler haben, die jedes Android-Smartphone momentan am Anfang hat. Hoffen wir, dass das die Entwickler von Dead Trigger bald mal ausbessern werden. Ja, wir schrauben den Sound noch etwas hoch und ich gehe hier vorwärts. Jetzt kommt das Ganze gleich. Ihr seht hier, das war der erste und das war der zweite. Und da kommen auch schon die ersten Zombies. Ich gehe etwas näher hin. Was hier auffällt, wie beim Galaxy S2, hält man natürlich den Lautsprecher sehr, sehr schnell mit der Hand zu. Das ist etwas unschön, aber lässt sich nicht verhindern, gerade bei solchen Spielen im Querformat. Aber ich denke, ihr habt es ganz gut gesehen hier bei Dead Trigger. Wirklich, bis auf diese zwei typischen Anfangsruckler, überhaupt keine Probleme. Da hat sich das Galaxy S2 Plus wirklich wacker geschlagen. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt Modern Combat 4 an. Und da, ja, da möchte ich euch jetzt was zeigen. Ihr werdet es gleich selbst sehen. Behaltet einfach mal das Display, gerade die Kontrastwerte, mal etwas genauer im Auge. Ihr seht hier jetzt diese Grafik und das sieht eigentlich alles ganz normal aus. Die Kontraste sind sehr, sehr intensiv, wie man das von einem AMOLED-Display eigentlich gewöhnt ist. Es lädt jetzt kurz und dann passiert was. Und jetzt merkt man hier schon bei diesem Bild, das wirkt leicht ausgebleicht. Und ich denke, ich hoffe, ihr habt jetzt den Unterschied bemerkt. Jetzt wirkt das Ganze ziemlich ausgebleicht. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich gibt es Probleme mit diesem SoC. Ich weiß kein anderes aktuelles Smartphone, das noch diesen Broadcom SoC verwendet. Und ich denke einfach, da ist Modern Combat 4 noch nicht entsprechend dafür angepasst. Aber ihr seht das hier ja jetzt, das wirkt nicht wie ein AMOLED-Display, sondern wie ein recht schlechtes TFT, total ausgebleicht, sieht nicht besonders toll aus und ist mir halt aufgefallen. Das sagt jetzt weniger über die Gaming-Performance aus, aber das lässt schon vermuten, dass manches nicht stimmt bezüglich Treiberanpassung. Das wird dann auch im Laufe des Spiels nicht besser. Also diese
komischen Kontrastwerte, nenne ich es mal, die bleiben. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an und schauen uns mal die Performance beim Spielen etwas genauer an. Da solltet ihr auch etwas genauer aufpassen, denn da sind mir auch ein paar Dinge aufgefallen. Seht ihr das hier, dieses Hologramm hier rechts? Ich denke, man dürfte es ganz gut erkennen. Sieht etwas komisch aus, ist mir auch aufgefallen. Allgemein ist die Steuerung insgesamt auf diesem vergleichsweise kleinen Display jetzt nicht so toll, aber geht schon in Ordnung. Wir werfen auch mal eine Granate. Aber habt ihr es jetzt wieder gesehen? Das war so ein kurzer Aussetzer hier. Ich kann euch auch sagen, die Steuerung ist anders als bei anderen Android-Smartphones. Das wirkt hier alles nicht so flüssig. Wir zoomen mal etwas heran. Werfen nochmal. Na, wir haben keine Granate. Seht ihr jetzt hier wieder hier oben diesen kurzen Effekt da? Also ich denke, ihr habt es ganz gut gesehen. Es sind jetzt nicht allzu viele Ruckler, es läuft nicht so flüssig wie zum Beispiel auf einem HTC One oder auf einem Galaxy Note 2. Das war aber wohl zu erwarten, aber es sind immer wieder diese leichten Hologramme, wo man dann oben oder an der Seite die Waffe sieht, die man gerade benutzt oder irgendwas anderes. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Dazu noch dieses Problem mit den Kontrasten. Allgemein macht das nicht besonders viel Spaß, also zumindest Modern Combat 4. Ich denke, abschließend kann man sagen, dass sich das Galaxy S2 Plus wacker geschlagen hat. Man merkt vor allem bei Modern Combat 4, dass der SoC nicht so häufig vorkommt. Also diese CPU, das scheint einfach noch nicht angepasst worden zu sein. Aber bei Temple Run 2 und bei Dead Trigger hat es sich ja ganz ordentlich geschlagen. Und was auch auffällt bei Schriften hier jetzt zum Beispiel oder allgemein bei Texten, bei den Spielen ist die vergleichsweise niedrige Display-Auflösung. Ist natürlich einerseits toll, da die GPU weniger rendern muss, andererseits merkt man schon, ein HD-Display sieht da einfach besser aus. Das war es auch schon wieder vom Thema Gaming. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.